Na, hallo und herzlich willkommen. So, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr reinschaut zum heutigen Video zu Muse. Ist auf der letzten Spiele erschienen, bisher nur auf Englisch leider. Und es ist eine Dixit-Variante, die ich persönlich ein bisschen cooler finde noch als Dixit, weil es auch noch ein bisschen, ja im Prinzip, man spielt in Teams gegeneinander. Die beiden Teams spielen dann halt immer kooperativ, müssen sich beratschlagen. Und wir zeigen euch jetzt einfach mal gespielt, wie das funktioniert. Ich hoffe sehr stark, dass es auf Deutsch rauskommt, weil hier sind halt so Aufgabenkarten bei. Wenn man ein bisschen Englisch kann, geht das schon. Aber die sind halt leider auf Englisch. Deswegen, das braucht auf jeden Fall einen deutschen Verlag. Gucken wir einfach mal rein. Und zwar, Karl und ich spielen jetzt ein Team. Wir spielen gegen Sophie und Georg. Wir ziehen hier zwei von diesen Aufgabenkarten. Das hier sind die beiden Aufgaben. Ich werde auch gleich eine Übersetzung, also ist jetzt wahrscheinlich schon eine Übersetzung eingeblendet, damit auch ihr versteht, was die einzelnen Karten machen. Und wir, also ihr kennt jetzt die beiden Aufgaben. Ich lasse es auch einfach mal eingeblendet, ne? A und B. Dann ziehen wir hier so sechs von diesen Karten. Die sehen halt ähnlich aus wie bei Dixit. Also auch immer, ne, total viel drauf und ganz viel verwirrend, auch nie so wirklich eindeutig. Und jetzt können wir uns als Team eben beratschlagen, welche von, also wir suchen uns jetzt quasi eine von diesen Karten raus, zum Beispiel die, also ne, jetzt, wir beratschlagen das gleich noch, und nehmen dann halt eine Aufgabenkarte, geben die dann der gegnerischen Muse, die sieht dann nur diese Aufgabe, nur dieses Bild und muss dann halt überlegen, okay, wie stellt sie das dar, weiß aber auch gleichzeitig, dass wir halt auch alle anderen Karten kennen. Also haben wir natürlich irgendwas rausgewählt, wo wir hoffen, dass sie irgendwas macht, was auch auf die anderen Bilder hinweist, dass dann das Team quasi die falsche Karte rät. Und jetzt können wir mal kurz gemeinsam überlegen, was wir machen wollen. Das sind die beiden Aufgaben. Die Bilder sind echt legendär. Wir nehmen auf jeden Fall die, egal was wir aussuchen. Das ist aber, könnte relativ einfach sein, ne? Meinst du? Aber es ist beides einfach. Du findest das einfach? Lass doch... Eigentlich ist das ganz gut, oder? Also das würde ich gerne mal sehen. Dann ist das auch nur eine... Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Aber dann ist das trotzdem eine sehr hohe Chance, finde ich. Du willst das, die sollen ja gar nicht wissen, was Sache ist. Ich würde wirklich die andere nehmen. Aber sie wird ja denken, oder er wird ja denken, dass es obvious ist und irgendwie um die Ecke versuchen zu denken. Ja, und nicht viele Möglichkeiten haben. Vielleicht. Dann aber eher die andere Karte. Aber ich würde auch die mit der anderen Karte kombinieren. Nee, warte mal. Die mit der anderen Karte kombinieren. Da fällt dir bestimmt irgendwas ein, was wir gerade noch nicht sehen. Ich kenne mich nicht so gut aus. Wie wär's damit? Ah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob man da nicht irgendwie... Das ist halt sehr eindeutig von allen anderen zu unterscheiden, ne? Ich finde die eigentlich am coolsten. Ich möchte ihnen eigentlich die zeigen, aber da wüsste ich nicht, das ist wahrscheinlich wirklich zu einfach. Ich würde gerne die kombiniert mit der Karte hier sehen, um zu gucken, was sie nehmen. Aber, ja, können wir machen. 3, 2. Okay, wer ist Muse? Ich. Georg guckt sich das jetzt an. Name a non-fictional insect. Das ist vielleicht nicht das Ziel des Spiels, aber das ist halt interessant. Ja. Non-fictional insect. Ja. Genau, ne, guckt euch jetzt quasi, ihr kennt die Aufgabe, ihr kennt das Teammitglied jetzt auch und kennt halt die Karte. Muss ich jetzt irgendwas überlegen? Mistkäfer. Mistkäfer. Jetzt kommt die Karte wieder rein. Wir mischen die jetzt und decken die einmal kamerafreundlich auf. Wenn Sophie die gleich einmal gedreht haben möchte, kann sie das gerne tun, aber dann seht ihr die wenigstens einmal. Ja, und das sind jetzt die Karten, wo jetzt Sophie nur mit der Info Mistkäfer eine auswählen muss, welches dann hoffentlich für sie die richtige ist und für uns hoffentlich die falsche. Das sieht ja alles wirklich voll nach Mist aus. Und das eigene Team sollte am besten dann noch gar nicht reden währenddessen, also um keine Hinweise zu geben. Auch solche Sprüche wie, ich wusste gar nicht, wie um diese Karte gehört, das gibt natürlich auch einen Hinweis. Mistkäfer. Und wenn jetzt natürlich mehr als 2 Leute in einem Team spielen würden, könnte Sophie sich jetzt auch mit irgendwem beraten. Das hat für mich nichts mit Mistkäfer zu tun. Das auch nicht. Das auch nicht. Okay, das heißt, es würde zwischen diesen dreien... Ich nehme die. Und dies ist dann falsch, da können wir uns eine Ghetto-Fist geben. Das hier wäre es gewesen. Nein, nee, das stimmt nicht. Das war's. Das ist der Mistball, den der Käfer vor sich her schiebt. Oh, verdammt. Haben wir nicht das? Nee, wir wollen das hier mit dem Spacing. Ja, war das ist leider wirklich ziemlich viel anderes. Das hat aber nichts mit einem Mistkäfer zu tun. Der hatte so ein bisschen Mist. Nichts davon hat etwas mit einem Mistkäfer zu tun. Der Mistkäferball. Du meinst, diesen Dungball heute in Australien. Okay, das ist das Tier, was am ehesten Mist macht. Ja, Hühner machen viel Mist. Aber dazu musst du hier den Mistball sehen. Ja. Also, es ist schon.
Aber das war, keine dieser Karten dachte, wäre einfach machst gewesen. Ich dachte, da mit einem Weltall. Ich finde die Karte an sich Weltallkäfer, ein Non-Fictional Insect. Das wäre eigentlich super gut gelaunt. Ja. So, jetzt dürft ihr. Die 4, 6. Läuft unter den klassischen Partyspielen, die beworben werden mit zerstört Familien, Beziehungen und Spieleabende. Nein, das ist wirklich gut und lustig. Na, jetzt ist halt das andere Team dran und hat jetzt halt die gleiche Challenge. Und da könnt ihr jetzt eben wirklich euch in unsere Rolle reinversetzen. Die suchen sich jetzt das aus. Wir können auch natürlich die ganze Zeit zuhören, was die so sagen. Und müssen dann selbst die Entscheidung treffen. Und es gibt eben auch so Sachen bei, die können wir euch jetzt schlecht zeigen, weil auch diese Küche nicht so aufgeräumt ist, wie dass man halt irgendwie Stationary Body Shape using both of your hands macht. Sprich, man macht dann eine Geste, irgendwas, und darüber muss man dann darauf kommen. Oder hier, ne? Name a non-fictional food or dish hatten wir gerade. Name a published book. Also ich zeige gleich noch mehr. Was willst du denn da machen? Zeig nochmal alle Karten. Ja, vor allem, weil das dann schon so... Ja doch, das würde schon vor allem darauf... Ja, ist gut. Ich, ne? So, ich gucke jetzt die Aufgabe. Name a non-fictional body part. Das darf also nichts Ausgedachtes sein, sondern muss es halt irgendwas sein, was es wirklich gibt. Und jetzt, Karl, musst du auch nicht auf die Kamera gucken. Und jetzt sehe ich dieses Bild hier und muss mir dazu... jetzt was ausdenken. Und ich sage mal Auge. Genau, ich darf mich da jetzt natürlich inhaltlich nicht zu äußern, aber klar muss ich jetzt überlegen, okay, warum habe ich genommen, was ich genommen habe? Hoffen wir, dass er drauf kommt. Und er kann euch natürlich an seinen Gedanken teilhaben lassen. Ich tendiere zu diesen beiden Karten. Weil die in Manfredsen so eine Augen haben. Die haben zwar auch beide Augen. Du hast Auge gesagt, ne? Darfst du auch Augen sagen? Nee, a non-fictional body part. Also darfst du wahrscheinlich sogar noch ein Auge sagen. Zwei Augen wären ja zwei Körperteile. Das wäre natürlich auch ein Auge. Oh Gott. Wer zu viel Fantasie hat, ist bei diesem Spiel aufgeschmissen. Ich nehme die. Warum hörst du nicht auf deine innere Eingebung? Warum hörst du nicht auf deine innere Eingebung? Natürlich. Was, die? Wenigstens hat sie es in den Inneren rausgeschafft. Wie sollte man da Augen nehmen? Hier, da ist das Auge. Weil da sind ja viel zu viele Augen. Was sind da auf jeder Karte Augen? Da hätte ich Oberschenkel genommen, auf jeden Fall. Hier hättest du Oberschenkel genommen. Ah. Hallo, guck dir mal seine Muskel. Oder Muskel. Naja, hier kannst du ja, also, das hat halt auch Augen. Augen sind auf vielen. Ich dachte, du sagst irgendwas. Guck mal, diese Kohlköpfe. Ich hätte noch Kopf vielleicht gesagt, so als Mütze, die man sich überzieht. Ich dachte, du sagst irgendwas mit Armen und das sind halt auf allen anderen auch Arme drauf. Habe ich euch wohl gelingt, aber hat Karl trotzdem nicht hinbekommen. Ich bin fast da gewesen. Aber ich habe das Auge, in Anführungszeichen, du hattest das gemeint, ne, in dem Turm. Ja, ja, klar, das war das Auge. Ich wollte ja Saurons Mund sagen oder so, aber. Dass hier die Brille war, aber es war Non-Fiction. Das wäre gut gewesen sonst. Aber ist halt ein bisschen eingeschränkt durch die Aufgaben. Saurons Auge wäre ziemlich eindeutig geworden. Ja, und es bekommt halt immer derjenige irgendwie die entsprechende Karte, der gewonnen hat. Sprich, in dem Fall haben wir halt den einen Punkt gemacht, hier haben die beiden den Punkt gemacht und jetzt würden wir halt weiterspielen. Und wir können euch einfach nochmal eine Runde zeigen. Dies sind die beiden Aufgaben, die wir haben. Und das sind die dazu passenden Karten. Du darfst sie auch angucken. Macht das so viel Spaß. Oh. Junge. Ach so. Ich tendiere ja dazu. Ist die Frage, ob das nicht... Oh, das würde natürlich hiermit gut passen. Womit? Mit denen hier. Ja, aber mit den anderen nicht. Also hiermit vielleicht nicht so? Nee. Das muss ja auch Non-Fiction sein. Dann lass uns doch das, warte, halt mal die Uhr. Dann lass uns das nehmen. Was? Das? Ja. Okay. Wir gucken mal. Also nochmal kurz für euch, was wir jetzt rübergeben. Das hier in Kombination und mal gucken, was unsere Muse Sophie daraus macht. Also ich muss machen, name a non-fictional person alive or dead. Non-fictional. Das ist der wichtige Part dabei. Mhm. Die Karten sind schon als Highlights. Die Karten sind echt hübsch. Ich sag die Queen. Die amtierende. Ja. Queen Elizabeth. Queen Elizabeth. Die wird nur gesagt, die Queen. Gib mir doch nicht Möglichkeiten, das noch weiter zu definieren. Nö, ich sag einfach, ich meine die amtierende Queen. Ja, ja. Ich wollte für meinen Namen Elizabeth sagen, weil der ist so anstrengend.
Darf ich die umdrehen? Ja, klar. Gerne spielt das Spiel sehr still. Ich bin ein bisschen müde. Das. Yes, yes. Das, das wäre zu einfach gewesen. Ja. Ja. Es war, das die da. Porzellan der Queen oder so. Sie hat dann die Teetassen da. Genau, das sollte British werden. Ah. Very British. Ja, sorry. Und sie konnte nicht wissen, dass die dabei sind. Also, ja. Ja. Das war für uns die perfekte Person zum Nennen. Richtig. Lass mich das doch ruhig definieren als Queen Elizabeth. Das stört doch. Ja, aber da hättest du einfach fernlaufen können. Ich habe leider als erstes dran gedacht an Arielle also, und dann kam ich davon nicht mehr weg. Dann war ich so bei Prinzessin und dann war das so nah. Ja. Ich habe an Alice im Wunderland gedacht. Ja, da war ich auch dann und dann dachte ich so, nein, schon wieder fickt. Ja, hier hätte man Kopernikus oder Galileo oder sowas gesagt. Ja. Wobei, es ist halt auch gefährlich. Es gibt ja mehrere Weltraumkarten. Ja. Stimmt. Weiß man nicht, was eine weibliche Queen sagen können, oder? Ja, aber dann hast du natürlich wieder. Ja, genau. Wenn du die Karte kriegst mit non-fictional Person, bin ich mir ziemlich sicher, dass du versuchst, eine Königin zu vermeiden. Weiß man nicht. Aber auf jeden Fall, das ist einmal Muse, so vom Grundprinzip her. Also das Problem, es hat natürlich das gleiche Problem wie alle Spiele in dieser Kategorie. Wenn man das ein paar Mal gespielt hat, kennt man natürlich alle Karten und weiß so potenziell, was es so gibt. Aber es gibt halt so viele Details. Also die Karten sind ja wirklich sehr detailliert und da ist einfach viel drauf teilweise, manchmal auch nicht so viel, dass es da schon einen gewissen Wiederspielwert gibt. Man kann das auch locker mit Dixit-Karten spielen, wobei das Problem bei zumindest den ersten Dixit-Karten war ja mal, die waren nicht so super detailreich. Also auch wenn man versucht, irgendwie Mysterium oder so mit zu spielen, stellt man fest, das geht nicht, weil da ist einfach viel zu wenig drauf auf den Karten. Diese Aufgaben hier sind leider noch, also da müsste auf jeden Fall noch ein bisschen dran gearbeitet werden, weil es gibt halt manchmal so Sachen wie Name a Non-Fiction Animal oder sowas, aber wenn hier sowas wie steht, was hatten wir denn da, was so doof war? Name a Color of the Rainbow. Da hast du halt auch eine Auswahl aus ein paar Farben und musst dann halt damit arbeiten. Da bist du halt super eingeschränkt, während halt sowas wie irgendwie Name a Non-Fiction Animal, da gibt's halt so viel, was du nehmen kannst. Du denkst, eine nicht fiktionale Person, da gibt's halt auch richtig viel Kram, wo man einfach viel mehr Möglichkeiten hat und dann ist es halt auch teilweise sehr einfach. Oder Hum a Melody, das ist halt auch ja ganz witzig. Das Interessante ist halt vor allen Dingen, das sind alles diese ganzen Aufgabenkarten. Ihr könnt damit wirklich Dixit spielen, weil bei Dixit könnt ihr das auch alles machen. Die meisten Leute sagen bei Dixit ja mal einfach nur ein Wort oder einen Satz, aber ihr könnt auch bei Dixit einfach eine Klamotte nennen und das als Aufgabe haben. Oder dass ihr irgendwie eine Melodie summt oder dass ihr irgendwie eine Geste mit den Händen macht oder dass ihr mit eurem Körper eine Pose einnehmt oder sowas. Das sind ja alles Sachen, die bei Dixit auch vollkommen legitim sind, aber das macht halt irgendwie immer keiner. Eine Make a Facial Expression könnt ihr auch bei Dixit machen. Überhaupt kein Problem, aber ja, kommt man halt nie drauf. Also ich finde, es ist halt echt eine ganz gute Alternative zu Dixit, eben weil es auch diesen Teamcharakter hat. Ne? Wir besprechen uns, das kann fürs gegnerische Team manchmal ein bisschen langweilig sein, wenn das Team zu lange braucht. Deswegen könnte man hier durchaus für 30 Cent oder so nochmal in Sand reinpacken oder die aus einem anderen Spiel nehmen, die man halt einfach irgendwann umdreht. Da muss man es halt unter Zeitdruck machen. Die kann man dann ja im anderen Team auch geben, wobei man selbst denkt jetzt meistens berät das Team länger drüber und das sind halt beide mal am Beratschlagen. Ne? Wir sind am Beratschlagen, die sind am Beratschlagen, wenn es mehr Leute sind. Die anderen Leitung ist hier Setup, hier Regeln. Es gibt hier irgendwo noch eine Karte drin, wo die Regeln für 2 oder 3 Personen drauf erklärt sind. Und ja, also das, wie gesagt, man kann es ab 4 Leuten richtig gut spielen. Die Gruppen können beliebig groß sein. Ihr könnt das mit 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, es gibt eigentlich keine Obergrenze spielen. Und ich, wie gesagt, finde es halt echt super. Bin sehr froh, dass ich es mitgenommen habe. Ich habe es lange liegen lassen nach der letzten Messe. Habe es erst so, glaube ich, 8 Monate später gespielt. Und wir hatten, aber wir haben es jetzt auch in der Runde ja schon mehrfach gespielt. Das war eigentlich immer cool, immer witzig. Führt halt manchmal auch zu ein paar Diskussionen. Aber man kann sich dann in der Regel mal ganz gut austauschen. Also, ein tolles Spiel. Ich hoffe, es kommt auf Deutsch. Ich weiß nicht, ob es auf Deutsch kommt. Aber eigentlich ist es ein Ding, das muss irgendein Verlag auf Deutsch machen. Und wenn Asmodee das als irgendeine Dixit-Variante rausbringt, nur mit diesen Karten, die man dann extra nochmal kaufen kann. Vielleicht soll ich die mal eine E-Mail schreiben und denen genau das als Empfehlung geben. Und das war's von mir. Wenn ihr es euch auch zu dir, ganz viel Spaß damit. Bis bald und tschüss.